Ja, es sind mehr als zwei, würde ich sagen. Ey, die scheiß Gaslaterne, die bringt überhaupt nichts. Irgendwie rein. Okay, augenscheinlich nicht. Da ist ein Schild. Super. Wieso sollte ich auch nicht am unheimlichsten Ort der Welt landen? Baubehördlich gesperrt. Ab sofort ist allen Personen die weitere Benutzung oder Bewohnung dieses Gebäudes gesetzlich untersagt. Anordnung von 1954 ist also eine ganz frische Immobilie, die man sich hier zum kleinen Preis geben kann. Hat er einen Schlüssel versteckt? Da war er da an dem Schild dran. Ich glaube, Führung war das, oder? Scheint ein weißer Wolf zu sein. Kannst du da irgendwie hochkraxeln vielleicht? Ich kann dir so gut nichts erklären. Querbalken, der da so komisch unterhängt. Ja, da möchte ich gerne hin, aber... Aber wie? Oder müssen wir da erstmal... Was ist das überhaupt? Sind das da Kabel? Müssen wir durch die Decke raus oder müssen wir durch die Decke rein? Wahrscheinlich nicht wirklich was machen. Ah, okay, in die Richtung jetzt auch weiter.
glaube ich, gerade eine Ratte vorbeihuschen sehen. Da ist... Da bin ich das, okay. Ja, verstehe. Aber, genau, da hinten braucht noch was. Noch ein Totem. Oh Gott, wer war das denn jetzt gerade? Lust. Moment, da wird doch jetzt gerade weniger angezeigt als bei der, als wir uns das beim ersten Mal angesehen haben. Person trägt augenscheinlich einen hellen Kragen, die da nicht mehr ganz so frisch aussah. Sieht sehr einladend aus. Oh, Scheiße. Aber von seiner Ollen war jetzt gar nichts mehr zu sehen. Ist er da einfach mit dem Aufzug da ab in den Keller gestürzt? Sehen. Gucken wir uns das doch erstmal an. Das scheint eine Kapelle zu sein. So, irgendwas hat doch jetzt vorhin hier geblinkt. So, der Türknauf, okay, aber da war doch auch was. Ein Zettel. Merkwürdig. Sie haben alle rausgeworfen? Verwaltungsnotiz. Fundort Sanatorium. Eine Nachricht, in der das Personal darum gebeten wird, Betten für die Bergarbeiter vorzubereiten, die nach einem Unfall in der Mine gerettet wurden. Bergarbeiter wurden ins Sanatorium gebracht, um sich zu erholen. Ja, 4. Januar 1952 von Mr. Roche betrifft Rettung der Bergarbeiter.
Hiermit informiere ich Sie, dass die Rettung der Bergarbeiter morgen, 5. Januar, abgeschlossen werden soll. Da die Zahl der überlebenden Bergarbeiter unbekannt ist, bereiten Sie alle Betten auf Station A vor. Die Presse wird morgen vor Ort sein. Sie muss Zeuge werden, dass wir den Bergarbeitern die bestmögliche Behandlung angedeihen lassen. Beachten Sie, dass den Besuchern von der Presse der Zutritt zur Psychiatrie untersagt ist. Nichtbeachtung dieser Anweisung würde sich schlecht auf Mr. Bragg und das gesamte Sanatorium auswirken, hat eine fristlose Kündigung zur Folge. Ja, 1952 ist definitiv hier einiges vorgefallen. Achso, wir sind mal wieder draußen, oder? Ja, da, alles klar. Da wollen wir, glaube ich, nicht wieder raus. Aber wir lassen die Tür einfach offen, klar, warum nicht? Administration. Sieh mal an. Das Blackwood Pines Sanatorium öffnet 1922. Mans Sana, also Latein, na kein Englisch. So typische Einlull-Szenen, um einen dann in Sicherheit zu wiegeln. Und dann kommt wieder so ein behinderter Jumpscare-Moment. Wow, da wollte aber jemand unbedingt reinschauen. Stechokarten, was ist da krass? Wir gucken mal. Flip. Stechokarten, Fundort Sanatorium. Ein Stapel von 30 Stechokarten aus der Mine, eingeschlossen in einem Safe. Das bedeutet, dass 30 Bergarbeiter in der Mine eingesperrt waren. Ja, okay. Ich jetzt nicht so viel zu sagen. Sieht aber noch frisch aus. Relativ. Kaputte Kamera. Die Linse dieser Kamera ist zertrümmert. Sieht aus, als hätte das jemand mit Absicht gemacht. Wäre wahrscheinlich interessant zu wissen, welche Bilder auf der Kamera sind. Natürlich bei einer analogen etwas schwieriger herauszufinden als bei einer digitalen. Wobei der Gute ja auch kein Laptop oder sowas zur Hand hätte, um eine SD-Karte auszulesen.
Oh, das ist aber doch weiträumiger, als ich dachte hier. Oh, vielen Dank, Sarius, für dein Follow. Grüße geht raus. Ja, das freut mich doch, Sarius. Schön zu hören. Übrigens cooler Name. Ja, aber ich habe auch durchaus heute die Erwachsenenwindel an. Verschwörung am Blackwood Mountain. Das lesen wir uns doch nochmal in Ruhe durch. Alte Zeitung. Eine Zeitung von 1952 mit einem Bericht über einen Reporter, dem der Kontakt zu einer Gruppe geretteter Bergbauarbeiter verboten wurde. Die Kamera des Reporters wurde beschlagnahmt. Aha. Thema kaputte Kamera. Reporter auf Blackwood Mountain angegriffen. Blackwood Pines. Ein Reporter des Alberta Bugle wurde gestern von Sicherheitskräften des Blackwood Sanatoriums angegriffen und anschließend ins Krankenhaus eingewiesen. Chuck Bernstein, ein leitender Nachrichtenreporter, wollte die Bergarbeiter interviewen, die am Dienstag unter dramatischen Umständen gerettet wurden. Die Männer waren unter Tage für über 3 Wochen eingesperrt, nachdem Befestigungen in der Northwest-Mine im Dezember zusammengebrochen waren und werden jetzt wegen Unterernährung und Traumata im Blackwood Sanatorium behandelt. Jefferson Bragg, der allein Eigentümer der Northwest Mining Company und des Blackwood Sanatoriums, erklärte dem Bugle gestern, der Vorfall sei bedauernswert und eine umfangreiche interne Nachforschung wird durchgeführt. Weiterhin behauptete er, dass Bernstein ohne Erlaubnis das Sanatoriumsgelände betreten hatte. Es wird angenommen, dass der tätliche Angriff aufgrund eines Streits um Bernsteins Kamera entstand, die kurz zuvor konfisziert worden war. Na, wenn da mal nicht ein Reporter zu tief gegraben hat. Okay, krass. Ja, ich habe das Gefühl, Sarius, als wenn das hier an Fahrt aufnimmt. Ich habe auch so meine Bedenken. Nein, nicht Bedenken, sondern ich glaube, dass diese Gespräche mit diesen mal Psychiater das Spiel gestaltet. Das heißt, die Entscheidungen, die du da triffst, die haben dann Einfluss auf den Spielverlauf und vor allen Dingen, wie dieses Spiel dann gestaltet ist. Oh my goodness. So, ging es hier rechts noch rum irgendwie? Ich glaube, die Lichtquellen sind total nutzlos, die man in Händen hält. Das hat jetzt gerade ein bisschen komisch rangezoomt. Da blinkt wieder ein Hinweis. Kann man hier oben auch irgendwie lang? Das ist die Frage. Okay, nächstes Dokument. Sehr gut. Der Chris ist ein ganz cleverer. Medizinische Notizen, Fundort Sanatorium. Der Gesundheitszustand der aus der Mine geretteten Bergarbeiter war besser als erwartet, aber einige von ihnen hatten Reintegrationsprobleme. Update. Der Bericht erwähnt 12 Bergarbeiter, aber aus der Mine wurden 30 Stechokarten geholt. Es gibt keine Hinweise darauf, was mit den anderen 18 Bergarbeitern passiert ist. 6.1.1952, medizinischer Bericht, Bergarbeiter. Behandelnder Arzt, Dr. N.H.F. Bone. Bericht betreffend Ausgangszustand der 12 Bergarbeiter nach dem Einsturz der Mine und der anschließenden Rettung in Blackwood Pines. Aufnahme. Bei Aufnahme der 12 Patienten in die medizinische Einrichtung des Sanatoriums hatten wir angenommen, die Männer seien völlig ausgemergelt, erschöpft und verwirrt. Jedoch
machen die Bergarbeiter einen überzeugenden und relativ gesunden Eindruck, der sich auf ihren offensichtlichen Fund von Notrationen in der Mine zurückführen lässt. Wie prognostiziert, wiesen einige der älteren Männer eine gehemmte Atemfunktion sowie Symptome einer Lungenentzündung auf. Auf psychologischer Ebene war der Wiedereingliederungsschock für einige Gruppenmitglieder nach der 23-tägigen Isolation schwierig zu bewältigen. Auch wenn ihr äußerlicher Gesundheitszustand besser als erwartet ist, besteht eine Beeinträchtigung aufgrund der Gefangenschaft in der Mine. Behandlung. Aufgrund der labilen Verfassung einiger der Patienten haben wir Flügel A des Sanatoriums abgeriegelt. Es werden so bald wie möglich psychologische Analysen durchgeführt. Die Männer mit Atemschwierigkeiten wurden einer Bronchoskopie unterzogen und erhalten eine Behandlung mit Streptomycin. Die restlichen Patienten stehen rund um die Uhr unter strikter Beobachtung. Ja, 30 Stechuhrkarten und davon nur ein Bruchteil an behandelten Patienten. Die Geschichte mit den Notrationen, die kann ich auch nicht so ganz glauben. Puh, ich guck mal, wie es weitergeht. Boah, wir gehen jetzt wieder in den Keller oder was? Die anderen, also ich habe gerade mit dem, wie heißt der, mit dieser komischen Egelfrisur und der Brille, dieser auch total durchgeknallte Spinner, mit dem habe ich jetzt vorhin eine Entscheidung treffen müssen, Ashley oder Josh zu opfern. Augenscheinlich hat es Josh erwischt, wobei ich da meine Theorie dahingehend ist, dass der eigentlich der, jetzt in meiner Geschichte halt der creepy Serienkiller-Clown ist, der seine ganzen Freunde irgendwie um die Ecke bringen will, weil er vielleicht den Tod der seiner Zwillingsschwester nicht verkraftet hat. Dann, ja, die sind glaube ich alle jetzt irgendwie beisammen, außer jetzt hier Chris, der seine blonde Olle versucht zu retten. Okay, die Machete von dem Indianer. Oh Scheiße, krass. Ah, du bist so doof, Junge. Wie kann man in so einem... Boah, der ist so scheiße. Ich weiß nicht, ob die was taugt, wenn man damit nicht umzugehen weiß. Ich weiß nicht, wo müssen wir denn eigentlich hin, weil ich will erstmal eigentlich das Areal absuchen. Ah, hier sind viele, viele Betten. Sehr viele Betten. Ist vielleicht aber auch nur das Lager, man weiß es nicht. So, bevor ich jetzt da vorne lang gehe, gehe ich nochmal eben ein Stück zurück. Da ist Blut an der Wand. Ja, das ist aber, also das müsste ja hier Chris und seine Olle sein. Das ist aber noch
wirklich relativ am Anfang. Okay, der Punkt wieder. Ist das ein Vorhang? Alle mal gut fest, gut anschnallen. Es ist wieder Zeit für einen Jumpscare-Moment. Aber warte mal, gucken erstmal hier noch was abzugreifen ist, aber scheinbar nicht. Ich zögere es auch natürlich hinaus, ist klar. Oh, das ist so prädestiniert dafür. Ach du Scheiße. Oh, was war denn hier los? Boah, ich denke, so Elektroschocks, wie das halt in den 50ern noch gemacht worden ist, würde ich sagen. Ja, jetzt eigentlich nicht ungewöhnlich. Das haben die ja in der Zeit ja durchaus noch durchgezogen. Fixierstuhl. Ein Stuhl mit Lederriemen, um Patienten zu fixieren. Es befindet sich Blut darauf. Sieht aus, als hätte man ihn, in einem seltsamen Experiment verwendet. Okay. Wollen wir da jetzt lang gehen? Ist das Blut frisch? Die kranken Schweine haben wohl gern zugesehen. Das sieht doch frisch aus, oder? Ist doch nichts eingetrocknet. Ich habe jetzt echt mit dem Jumpscare-Moment gerechnet, aber okay, da, muss ich ja nicht immer zu Tode erschrecken lassen. Okay, es geht, glaube ich, geradeaus weiter und rechts. Schatten eines Wolfes. Was ist denn dieses gleichmäßig mich blechernde metallische Geräusch? Sofort antworten. Reporter und andere Schnüffler müssen um jeden Preis ferngehalten werden. Das ist der Vorgänger einer E-Mail. Zettel und Stift. Okay. Ich hätte jetzt eigentlich hier mehr erwartet. Oh Mann. Ja, geile Perspektive. Nice. Oh, wenn das Gips gleich klappert, war. Mann. Ach, hier ist der. Okay, alles klar. Hier ist der Beobachtungsraum. Und daneben ist doch so ein komischer Operationssaal oder so.